So, da wären wir wieder in Honkai Star Rail. Und es gibt ja jede Menge zu tun. Denn die Version 1.5 ist ganz frisch. Ach, jemand hat mal wieder meine Figur gespielt. Eigentlich viel zu selten. Dann holen wir uns erstmal unsere Belohnung ab, oder? Das wollen wir ja nicht vergessen. Da. Was will ich da eigentlich schon? Nee, ich will... In die Aufträge will ich machen. So, hier läuft alles. Und dann in den Guide. Das ist die Statusleiste für den aktiven Verbrauchsgegenstand. Wähle sie aus, um die entsprechenden Gegenstände herauszufiltern. Wähle den Verbrauchsgegenstand aus, der verwendet werden soll. Verbrauchsgegenstände, für die automatische Verwendung aktiviert ist, werden zu Beginn jedes Kampfes verwendet, bis ihre Anzahl aufgebraucht ist. Aber das ist immer praktisch, oder? Dann kannst du dir ganz viele, was weiß ich, Heildings da kaufen und dich damit heilen. Ja, war das jetzt eine Anwendung? Es war eine Anwendung. Verwende zweimal Technik, besiege 20 Gegner, ein mit Unterstützung und einmal Golden. Ja. Und eine Unterstützung. Wollen wir mal Blade nehmen zur Abwechslung? Need me to watch your back. Ist der Blade noch gar nicht rangekommen, oder? Die Seele macht alles allein. Das scheinen ihre Lieblingsgegner zu sein hier. Der Blade ist nicht einmal in Aktion getreten. Lame.
schön durch. Die Kraft verbrauche ich auch noch. Immer mit der Ruhe. Tutorials? Ich könnte mal ausprobieren und das, wenn einer stirbt, stehe wieder auf. Ist das nicht das hier? Stellt nach der Verwendung sofort 5% der maximalen LP eines handlungsunfähigen Verbündeten wieder her. LT, RT, aktiv, LT, RT, was ist das? Das ist der Filter. Angriffssachen, Verteidigungssachen. Ich nehme alle Sachen. So viel habe ich ja nicht. Das sieht lecker aus. So Erdbeersahne, aber ist eine Tapirolle. Ich weiß nicht. So. Die kann ich. Wie ging das nochmal? Verwenden und lange halten? Nee. Die leben doch alle. Genau, sollst du automatisch, wenn... LE Standard? Seltenheit? Ach, das ist der Filter. Nein, das wäre eine praktische Sache. Immer wenn einer stirbt, dann steht er gleich wieder auf. Vielleicht muss ich hier drauf klicken, oder was ist das? Das ist ein Favorit. Rechtsklick. Tja, ich lese es mir nochmal durch. Tutorials. Ich habe irgendwie nie aufgepasst. Drücke auf eine Fähigkeit. Die Schnelltaste. Wo ist es denn jetzt? Oh Gott. Irgendwie ist es da weg. Oben ist es weg. Und laut der Durchlesung, was es alles gibt, habe ich schon wieder vergessen, was ich eigentlich suche. Wie viel es da gibt. Verbrauchsgegenstände, für die automatische Verwendung aktiviert ist. Wenn zu Beginn jedes Kampfes verwendet, bis ihre Anzahl aufgebraucht ist. Zurück. Ich weiß nicht. Bin zu doof dafür. Vielleicht ist es ja das Dings da. Ich
sehe da nichts mit automatischer Verwendung. Ich check's nicht. Ich kann nicht das hier nicht nehmen, muss was anderes nehmen. Ich habe auch nichts von automatischer Verwendung. Ich bin aber zu blöd dafür. Ach, die Dinger habe ich ja auch noch. Ich will das jetzt wissen. Sekunde. Also, das ist total doof gemacht. Du musst das erst auswählen, verwenden. Dann wollen wir nicht bestätigen. Und wenn das dann ist, dann ist das hier unten irgendwie drin. Und dann kannst du irgendwie X drücken. Aber erst dann. Also wenn zum Beispiel Lachs mit Abendrote Marmelade, dann kannst du sagen verwenden, bis nichts mehr da ist, das ist bestätigen und dann kannst du hier irgendwie X drücken. Auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich drück X wie ein Blöder. Wie komme ich da an? Ah. Vielleicht ist es ja nicht X, vielleicht ist es die Taste. Nee. Ach, das ist eine Favorit. Ja, jetzt steht das da unten drin und jetzt will ich das aktiv. L? LT? Zur automatischen Verwendung wechseln. Ah, jetzt ist automatische Verwendung aktiviert. Also, das nimmt er für den Angriff. Jetzt kannst du hier... für den nächsten Kampf. Und für... das sind die RT-Sachen. Und nur die hier. Da hast du da. Deswegen funktioniert das nicht. Und du musst es vorher einmal anwenden. Total bekloppt. Also hier ist alles. Und das geht nicht, weil das Heilen ist. Und Heilen geht scheinbar nicht. Es geht nur Angriff und... gerade beim Heilen wird es doch Sinn machen. Er macht dann vor jedem Kampf, dann kannst du hier was aussuchen. RT. Ich hab da eh nicht viel. Warte, was ich die Dosenlähmung. Du könntest jetzt sagen, du musst immer erst einmal bestätigen. Und da musst du nochmal X und dann geht das erst.
ist das Kacke. Und was ja irgendwie total Sinn machen würde, aber das ist halt irgendwie immer nur vor dem Kampf. Also das ist Ding unbrauchbar. Kann man eh nur Popelkämpfe. Naja, die wollen, dass die Leute das verbrauchen. Und dann neu kaufen. Ja, jetzt lasse ich das an, bis es weg ist und dann ist gut. Aber kann 10 Jahre schmieren die Funktion. Ich dachte, naja, das ist dann, machst du, stellst dann ein, heilen, wenn du unter 50% bist, dann macht dann automatisch. Nee. Nix da. Jetzt war hier dieses Popeldings. Und jetzt wird das automatisch eingesetzt. Wobei das jetzt so ein Popelkampf ist und da habe ich das verschwendet. Reach the end of the story in your own way. Dreck. Dabei wollte ich mir das für die schweren Kämpfer auch aufheben, aber ist Statuseffekt LT. Naja, dann kannst du hier die automatische Verwendung auch wieder. Ja. Ausschalten. Ja, keine Ahnung, was die da meinen. Und wozu das gut sein soll. Ne, dass du dein Zeug schnell verbrauchst. Das war jetzt ein Pipi-Kampf und trotzdem habe ich das verbraucht. Reden wir nicht mehr drüber. Vergessen wir das mal ganz schnell, diesen Kackdreck. So, die will ich natürlich voll machen. Also gehe ich in den Simulator. In die Welt 8. Da gibt es leider keine schöne Wieso 4? Erstmal das hier. Da gibt es auch keine schönen Härte allein. Und da auch nicht. Was soll das darstellen? Das. Glamovs Eisernes Kavallerieregiment. Er hat den Angriff. Hatten wir da nicht schon was? Was erhöht? Was ist das? Schöner Grabschein, auch Angriff. Naja. Ja, dann machen wir mal den hier. 1, 2, 3, das passt doch. Und Boost. Boah, der steht ja noch. Nee, doch nicht. Ja, muss nur irgendwie den sterbenden Schwan mimen. Ah, ah, ich sterbe. Wie zu schlechten Schauspiel. Zerstörung. Zerstörung. Das war's. Die Figel kommen halt nicht mal eingefroren.
Folgeangriffen gerade am Hut. Zerstörung. Gehen wir noch ein bisschen. Sonst die Ereignisse für später auch. Caution does not mean keine Immersatoren mehr, macht nix. Wenn man das. Entropische Vergeltung. Er muss seine Ereignisse loswerden. Was? Heilschwäche. Na egal. Auch nicht so schlecht. Vielleicht behalte ich ja die mehr jetzt. Habe ich keinen mehr, keinen Technikpunkt mehr. Ja, und da könnte man jetzt, was weiß ich, ins Inventar gehen. Aber hier darf man ja nicht ins Inventar gehen, oder? Nee. Also hier könnte was gebrauchen an Technikpunkte. Da gibt es einen Trank, da kriegst du dann wieder Technikpunkte, aber das darfst du hier nicht, gar nicht. Regulär. Fertig machen. Du quälst du dich halt ein bisschen länger. Technikpunkte, das geht immer so schön mit dem Lila-Saft.
Brauche ich das für den? 69? Brauche ich nicht. Ich hab nicht so. Gott. Yeah.